Sonne, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge 7 Days to Die Alpha 17.2. Nach dem fiesen Cliffhanger letzte Folge geht's jetzt ans Eingemachte. Die Horde kommt gleich. Wir haben ja 21.10 Uhr. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt hier genau dasselbe gibt in der Streamwelt, dass sie anfangen, den Turm zusammen zu kloppen. Oder ob sie wieder auf unsere schicke Rampe hier gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur an der doppelten Wand gelegen hat, die wir hier in der Streamwelt gemacht haben. Die haben wir hier nicht. Wir werden sehen. Eins von beiden wird passieren. Entweder es klappt wieder hier oder wir sind gleich tot. Das werden wir sehen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier noch die... Obwohl, so lang ist es ja nicht mehr. Beton haben wir noch. Beton haben wir noch einiges. Eine Machete, wir haben Motor... Wir müssen dann als nächstes hier anfangen, wirklich alles auszubuddeln. Das müssen wir dann in den 7 Tagen fertig kriegen. Muss ich nochmal gucken, wie ich das mache. Wir werden mit Sicherheit ein bisschen da rumbuddeln und das erstmal alles gerade machen. Und dann werde ich auch nebenher einfach ein bisschen buddeln. Nach den Folgenaufnahmen. Alter. Wenn da so dünn Schiss. Oder was auch immer. Haben wir noch, ach ja, genau. Game Stage 87. Da merkt man wieder, dass man gerade Conan ein bisschen privat gezockt hat, ne? Pine Seeds. Das hier mag. Wir können ja hier schon mal ein bisschen aufräumen, solange bis es losgeht gleich. Er kann weg, das kann weg. Pflanzenfasern kann ich rausschmeißen. Kriegst du schnell genug. Stühle, die kannst du klein machen. Hier Kleber. Übrigens wurde in den Kommentaren gesagt, dass da oben in der Kiste noch ganz oben links ein Kleber war. Habe ich natürlich wieder übersehen. Kennen wir ja. So ist das beim Moll. Ja? Die können wir eigentlich zerlegen. Komm mal weg. Mal hier nicht. 2 Kartoffeln. Das. Waffen haben wir alle am Start, auch wenn sie halb am Arsch sind. Egal. So, wir haben eigentlich alles. Da ist noch was frei. Wenn die da rein. Womit fangen wir denn an? Mit der Magnum, mit der normalen Pistole. Macht natürlich ordentlich Bums, ne? Magnum. Aber die ist auch nur Stufe 1 und so gut wie am Arsch. Wir bleiben erstmal in der Mitte hier stehen. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich hoffe, ihr auch, was passieren wird. Wie jetzt schon dreimal gesagt in den 2,5 Minuten. Entweder es klappt oder wir sind tot. Wenn die anfangen, den Turm hier zu zerkloppen, dann werde ich, glaube ich, rausspringen und versuchen, die so lange es geht zu kiten. Mal gucken. Wenn hier Geier kommen oder so, dann müssten wir Ruhe haben. Decke ist noch am Trocknen. Das hier, ich weiß nicht, ob ich das komplett zumachen soll oder erstmal freilassen. Ich glaube, die Seite hier, da haben wir überhaupt keinen Platz. Die könnten wir eigentlich zumachen, komplett. Beton. In die Richtung könnte man es noch machen, nach hinten könnte man es noch machen. Da muss man dann gucken, wie das hier klappt. Ich habe ja auch keine Ahnung, ob demnächst wieder irgendwie ein neuer Alpha-Bild kommt und das dann nicht mehr funktioniert. Das müssen wir dann alles rausfinden und sehen. Aber jetzt waren erstmal die 5 Minuten noch. Ich will wissen, ob es noch funktioniert. Hopp, hopp. Licht aus, Licht an. Okay, das funktioniert auf jeden Fall noch. So gespannt wie ich. Nee, klappt es nicht. Von wo kommen die Lümmels? Von wo? So. 2 Minutes to Midnight. Ich aber nicht bei Iron Maiden. So, da kommen sie. Jetzt kommt der Moment, wo sich der Mensch vom Affen trennt, ne? Da kommt einer angeflitzt. Ist die Frage, geht's auf den Turm? Geht sie nach vorne? Wir werden sehen. Ob es, da kommen sie alle, ob es wirklich an der doppelten Wand gelegen hat. Wir werden sehen. Die laufen wieder alle da hoch. Das sind verdammt viele, ne? Aber noch alles normale, wie ich die... Hinten laufen, glaube ich, welche. Da kommt schon eine hoch. Okay. Juhu. Und da müssen wir gucken. So geht das hier. Bam. Jeder, der hochkommt, kriegt direkt eine Kugel verpasst. Von Dirty Ehe hier. Den können wir erstmal kaputt machen und verballern hier. Weil der ist sowieso nur Stufe 1. Alles weg hier. Haha. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Dirty Larry hier. Nee, Dirty Ede. Nix, Dirty Larry. Da leer.
Aber warum gehen die jetzt hier auf Rand 1 und nicht auf die Mitte? Ich meine, es sind so viele, da kannst du einfach reinhalten, triffst immer den richtigen. Ich höre jetzt natürlich nichts, ob die da hinten am Rumklüppeln sind. Aber dann war es definitiv die doppelte Wand. Wo fliegt die denn hin? Guck mal, wie lange die brauchen. Da kommt einer gelaufen. Das sind alles noch normale, ne? Da ist nichts wirklich Heftiges bei jetzt, muss ich sagen. Toll. Nur die fette Klutz hier, die muss da wieder rumhauen. Flossen weg. Ah, da spuckt wer, okay. Wo ist der? Hier und da hauen welche rum, okay. Mal gucken. Aber. Flossen weg da. Also. Vor allem der hier. Also ab und zu hauen sie mal rum. Bin gerade ein bisschen am gucken, wo die sind. Vielleicht sollten wir noch einen Graben nehmen hier. Guck hier, da hauen sie rum. Da. Das hier, dann hier. Hör ich, wen der da hinten rumklopft? Nein. Der Polizist da hinten, der muss weg. Oh, der explodiert. Naja. Immer gezielte Feuerstöße. Die ganzen schönen Kisten da. So. Jetzt erzählen wir aber nicht, das war alles hier. Oh, ein Hund. Da klopft auf jeden Fall noch mehr rum. So, irgendwann mal. Alter, da kommen die nächsten. Immer so im Vorbeilaufen, glaube ich. Kann das sein? So. Ich hoffe, das hält. Die hauen nicht den ganzen Turm da hinten kaputt. Ein Munition haben wir genug. Nicht so weit weg. Wir könnten das eigentlich wieder mit einem Pfeil und Bogen machen. So, dass wir ein bisschen Munition sparen. Die werden wir später noch brauchen bei den härteren Wellen. Ja, nämlich auch. So, das nächste wird dann auf jeden Fall sein die Chemiestation und Selbstschussanlagen und eigene Munition. Doch kein Verband. Alle weg hier. Alle weg. Alle kommen da. Also eine große Fresse, das war alles. Und jetzt kommen immer mehr hier. So, was da rumliegt. Na, stehst du auf? Stehst du auf? Ja, geht sie. Steht nicht mehr auf. Okay, da ist noch einer. Kommt noch einer? Nachladen. Die Frage, war es das oder kommt noch was? Wir warten mal kurz ab. Okay, der hat den natürlich kaputt gehauen oder gemacht, weil er halt drauf gespuckt hat, ne? Hinten noch irgendwo wer? Sieht nicht so aus, oder? Sieht nicht so. Ach, guck mal, die sind da durchgegangen. Die hauen nicht auf den Stacheldraht. Warum denn das? Guck mal, hier steht der Stacheldraht noch überall. Ich hätte gern den Loot. Ich bin jetzt mal so irgendwie runter. Ich glaube, das war's. Hier kommt nichts mehr. Gucken wir mal den Loot. Haben wir da drin. Munition ist immer gut.
ein Glas Wasser, weißt du? Hahaha. Ha, ha. Da wurde mal, warte mal, gib mir mal gerade den, wo ist er hier, der... Der Hammer. War den Clownhammer nicht dabei? Wo ist der Clownhammer? Gewehr, Wrench, Knüppel. Sieht nicht so aus. Dann lass mal so Bestandsaufnahme machen. Also, da wurde, glaube ich, einmal drauf gehauen. Ja, da sehen wir klein was hier hinten. Da wurde einmal drauf gehauen. Eigentlich gar nichts. Wurde nicht drauf gehauen. Wir sind weg. In der Streamwelt haben wir ja die Türe unten reingemacht. Ich werde jetzt wieder hier oben reinmachen. Das ist mir zu kriminell-tückisch, wenn wir hier so eine Lücke haben, beziehungsweise eine Kante, wo die dran hängen bleiben können. Ist tot, ne? Ich wollte gerade sagen. Dann da rumkloppen, das möchte ich nicht. Also auf der Seite hier ist alles in Ordnung. Können gerade ein bisschen holen hier. Machen wir mal die Sauerei weg. Und Lootbag. Sehr gut. Ah, hat doch gut geklappt. Klappt. Hier ist alles ganz. Das ist ganz. Das ist ganz. Das haben sie gar nicht kaputt gehauen. Andere Seite aus. Ganz. Die hauen echt null kaputt. Aber wirklich null. Gut, hier ist der Fette explodiert, ne? Ja, guck, hier haben wir den Krater. Etwas kaputt gemacht, weil er explodiert ist. Aber das ist gut, da müssen wir das nicht aus. Das muss ja eh noch was tiefer. Ne? Ist ja alles eine Etage tiefer hier. Können wir dann jetzt mit anfangen. Gib mir den mal, das nehmen wir gerne mit. So. Alles klar, gehen wir mal oben gucken. Das heißt, die nächste kommt jetzt 28. Haben wir ein bisschen Zeit. So. Super, super. Da weg. Ich wollte gerade Screenshot machen, weg ist er. Guck, die haben die echt alle stehen lassen hier. Die haben die nicht kaputt gemacht. Finde ich super. Umso weniger Arbeit für uns. Da könnten wir den hier echt zumachen. Könnten wir echt zumachen dann. Aber wir müssen das dann ein bisschen anders machen, wenn ich mich da draufstellen möchte, für Molotovs zu werfen und so. Vielleicht lassen wir das erstmal. Alter, wo kommst du denn jetzt her? Wo? Oh. Okay. Wo fliegt noch einer? Hm? Komm schon. Nicht mit mir. Kackvieh. Nicht mit mir. Hat der Bumme gemacht, ne? Okay. Ah, dann stelle ich mir gleich halt nach der Aufnahme einfach hier mit dem Creative Mode wieder ein, zwei Zombies hin. Für den Thumbnail. So, halt mal fest. Bombe funktioniert, ne? Bombe funktioniert. Wieder. Was so eine doppelte Wand nicht alles ausmacht. Gut. Das ist hier fest. Das müssen wir drumherum auch noch auf jeden Fall dann mit Beton machen. Sehr gut. Hier lassen wir die so. Jetzt müssen wir hier erstmal gucken. Gib mich mal die Schippe. Schippe. Da. Essensschaufel. Gib her. Ah, schon wieder Level up, ne? Das heißt, wir müssten das hier eigentlich... wegmachen. Ich meine, weg muss das so oder so, ne? Aber nur hier so. Mal gucken. Ehische Höhe. Falscher Abstand. Oh Gott. Denn wieder so viel. Warte, da drunter muss das, ne? Da drunter muss das. So, wo sind die Dingens hier? Gerade. Die Stahlgerüste. Haben wir keine da. Haben wir die weggepackt? Nee, da sind noch 400. Mach das so. Können wir direkt wieder hier arbeiten. Weißt du? Horde vorbei, Arbeit beginnt. So, machen wir alles weg hier. Das muss jetzt natürlich gerade werden. Wir können hier dann auch von der Seite direkt da reinfallen. Habe ich auch nichts gegen. Erstmal die Hügel hier wegmachen. Das wird natürlich wieder eine lustige Arbeit. So, gucken. Wenn wir jetzt anfangen, müssen wir das natürlich bis Tag 28 fertig kriegen. Zumindest schon mal den Gang und dann können wir anfangen, da Elektrik-Trick reinzulegen. So weiter und so fort. So, mal erstmal den Kacke hier weg, dass das gerade wird. Sonst werde ich nämlich wahnsinnig. Weg. Wir können jetzt mal gucken. Jetzt sind wir... Wow. Zwei Punkte. Zwei Punkte hat die Hordennacht jetzt gebracht für...
ganzen Zombies. Wahnsinn. Das hat sich ja gelohnt, ne? Nein, den hier will ich aufheben. Ihr müsst jetzt alle eine Etage tiefer hier. Ah, genau, die müssen nämlich jetzt so hier reingucken. Dann haben wir hier die Kante. Das müssen wir auch noch alles wegmachen und gerade dann. Nicht, dass sie dann anfangen hier zu buddeln und so. Das will ich nicht. Ein bisschen zu weit im Hang. So. Hier lang. Sehr schön. Ja, wir lassen die hier einfach drauf und machen noch eine Reihe drauf später. Jetzt nicht so schlimm. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir könnten ja eigentlich auch stehen lassen mit noch so einer Reihe drauf. Aber dann wäre es hier halt höher als da. Das ist dann nicht symmetrisch. Das gefällt mir wieder nicht. Nee, 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 nee. So. Guck, das hier muss alles weg. Ach, guck mal, wie da noch rumliegt. Herr Geier. Umgelaufen, wa? Mein Freund. Das muss weg. Der muss weg. Dann können wir hier nämlich schon mal den Turm wieder machen. Schade. So, 1, 2, 3. Ja, da müssen wir auch noch weitermachen hier. Das müssen wir alles voll machen von innen. Oh, oh, oh. Oshikuru, ne? Oder wie war das? Vorbei, vorbei. Höchste Samurai. Der Tour in der Halfman guckt. Was ist das denn für ein Mist, ne? Ich finde nur geil. Ich liebe die Serie. Auch wenn es schon was älter ist. Egal. So. Wir wissen ja alle, ne? Nach der Horde ist vor der Horde. Vor der Hode. Nach dem Hoden ist vor dem Hoden. Also können wir hier schon mal weitermachen. Es geht ja auch, muss ich sagen, erstaunlich schnell jetzt gerade hier. Dem Schippen. Wir haben zwar eh schon viel zu viel, aber da machen wir halt noch mehr. Habe ich jetzt schon x Folgen gesagt. Erst muss das Ding hier stehen und dann können wir uns unseren Wolkenpalazzo machen. So. Aber ist ja kein Problem. So, jetzt hier lang. Bam. Ich glaube, die 400 werden nicht reichen. 1, 2, 3. Ist das nämlich auf der richtigen? Mal weitermachen. Ja, genau, das passt alles. Sehr gut. Einfach einsammeln und nochmal eins tiefer legen hier. Passt alles. So. Da auch bitte. Mal verkehrt herum machen, ne? Das ist irgendwie so drin. Ist schlimm. Tun die mal gerade abändern hier. So. So. 400 haben wir noch. Das sollte passen. Bis. 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 Jetzt hier lang. Du kannst ja schon mal in die Kommentare schreiben, ob du das hier auch abglätten würdest oder ob man das so lassen kann. Weiß nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall können die Zombies dann nicht mehr direkt an den Türmen entlanglaufen, an den Pfeilern von der Rampe. Das ist mir wichtig, damit die da nicht drangehen und rumkloppen. Das wollen wir natürlich. Ne? Die sollen schön in Ruhe gelassen werden. Man sieht ja, was da passiert. Das Ding explodiert. So. Sehr schön. Wenn wir jetzt angefangen haben, muss der Kacke fertig werden. Auf der anderen Seite war er ja schon soweit fertig, ne? Ah, so weit. So weit, so gut. Können wir auch alles einsammeln. Machen wir mal. Auf die Höhe. Komm, ne? Vogelnest leer. Nö. Totenstille. Buddeln im Mondschein. Buddeln im Mondschein. Haha. Sehr schön. Ja, zwei Stück. Bitte bis auf die Höhe der Rampe. Ist mir wichtig, dass sie da direkt rauskommen. Da
dauert natürlich wieder, ne? Den ganzen Kack muss ich da rausholen. Eieiei. Gut, es gehört dazu. Aber trotzdem. Das wird dauern. Rum hängt bestimmt wieder irgend so eine Schreitante rum. So, auch noch weitermachen. So, wir sind jetzt Tag 22 und haben immer noch nicht einen Messbecher. Wir müssen echt Messbecher finden. Das geht so nicht weiter hier. Hier noch nicht. Okay. Habe ich da wen gehört? Nein. So. Ach, das Bauen macht mir hier echt am meisten Spaß, muss ich sagen. Weil du halt hier... Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Minecraft. Das ist zwar ein ganz anderes Setting, aber hier kannst du auch deiner Kreativität freien Lauf lassen. Du kannst bauen, was du willst. Ne? Wenn du die Ressourcen hast. Das ist echt cool. So. Ah, und da, jetzt sind wir hier natürlich. Müssen wir gucken. Das hier dran machen, dann sind wir eigentlich einer noch. Ja, mach weg. Jawohl. Müssten wir hier eine Kante reinmachen, dass wir dann halt hier oben dran kommen, ne? Oder eine weg. Muss weg. Muss weg. Aber bitte. So, gerade, dass wir hier dran kommen und das ordentlich ist. Ja, ich höre da was. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. So. Auch noch ganz. Das passt auch. Sollen die Munition sparen für die nächste Welle. Oh. So. Das war ja jetzt... Es waren einige, aber es war jetzt nicht wirklich knackig schwer, muss ich mal sagen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Müssen wir gucken. Hier dann natürlich eine... hier ist dann eine Kante. Das ist doof. Da müssen wir gucken, wie wir das machen. Aber das kriegen wir schon hin. Und das hier auch abflachen. Und dann passt das. Kriegen wir schon hin. So, 374 haben wir noch. Werden wir hinten. Guck mal hier, das müssen wir alles abtragen. Werden, wie gesagt, hier bleiben. Da oben können wir eigentlich schon mal reinmachen. 2, 3. Das ist jetzt nicht so wichtig. Weil da kommt eh... einer ran dann später. Könnten wir eigentlich erst fahren. Jetzt müssen wir hier mal auf die Tiefe kommen. Oh, da hinten! Mann. Aber die Action hatten wir jetzt am Anfang der Folge. Jetzt geht's wieder ans Eingemachte hier. Planen, bauen und so weiter und so fort. Sehr gut. Battery Banks müssten wir schon bauen können. Wir müssten schon, oder das heißt, wir können schon die Blade Traps bauen, wir können die Dart Traps bauen, wir können nicht alles bauen, was wir hier brauchen. Und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Das bitte weg. Das bitte weg hier. Sehr schön. Damit. Halt hier wieder ausheben und noch eins drunter machen. Dass wir hier tief haben, ne? So wie ich das wollte. Alles weg. Sehr schön. Ah, schön ist was anderes, aber wie gesagt, es muss sein. Ich glaube, ich werde jetzt gleich nach der Aufnahme auch direkt ein bisschen weiter buddeln. Einfach schon mal das Grobe hier ausheben und die Feinarbeiten machen wir dann wieder zusammen. Da wird nichts Weltbewegendes passieren. Diesmal werde ich nur direkt hier die Lücken freilassen für die Dart Traps, so dass ich die nicht wieder mit hier 5000er Beton wegkloppen. Da habe ich keinen Bock drauf. Verständlich, oder? So, weg damit, weg damit. Wer beim Livestream dabei war, der weiß ganz genau, wie das aussehen wird.
Von daher ist ja auch nichts Großartiges zu erklären oder so. Du wirst es dann selbst sehen. Wir machen nochmal eine Tour, wenn das hier alles fertig ist. Das kann weg. Der muss weg hier. Ante muss auch weg da. Das muss weg. Das muss weg. Gucken, wann mir wieder Hunde auf den Kopf fallen. So, jetzt sind wir 3 tief. Gucken. Ja. Bin nicht sicher, ob das tief genug ist oder ob das noch eins tiefer war. Habe ich den Rand hier mitgezählt oder nicht? Das ist hier die Frage. Ob den habe ich nicht mitgezählt. Kommt mir ein bisschen flach. Ja, ist gut. Wir haben doch jetzt gleich 4 Uhr. Meine Güte. Wir wissen es. Es war Hornnacht. Nee, das ist schlimm hier. So. Ja, kommen Sie ran. Noch ein tiefer. Wir machen erstmal hier gerade, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Jetzt gleich wirklich was auf den Kopf fällt, bin ich tot. Komme ich nicht mehr raus. Aber egal. It's a risk I'm willing to take. So. Machen nochmal den 4. hier. Lass wir mal einen Anfang kriegen. Und sehen, wie das aussieht. Das möchte ich halt haben. Von der Höhe her. Doch, das könnte reichen. So, mal frei hier. Frei hier. Übrigens, wer möchte, kann dann gleich, weil die Folge kommt ja um 18 Uhr so ungefähr raus, hatte ich mir zumindest vorgenommen, kann dann gleich ab 20 Uhr in den Livestream kommen. Dann machen wir die nächste Horde in unserer Livestream-Welt, zusammen mit der guten Arizona. Mit meinem Schwesterchen. So, ist auch immer ganz lustig da. Kleiner, aber feiner Haufen. 1, 2, 3, 4. Okay, das heißt, hier muss das hin. Lass mich mal gucken. Ist das jetzt richtig hoch? Nein, das war so. Ist noch ein höher? Nee, das reicht. Reicht definitiv. Muss ja nicht hier 20 Meter tief sein. Dahin, 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 dahin. Von der Höhe her müsste das reichen. Oder tiefer 1, 2, 3. Ich kann mir gerade unschlüssig. Ich meine, die fallen ja ganz schön hoch. Die kriegen auch ein bisschen Fallschaden. Wenn ich jetzt die Dart-Traps hier hin mache, so. Da und da soll eine hin, ja. Da sollen die hin. Dann mache ich hier so einen Bobbel hin. Das passt eigentlich. Die kommen hier nicht mehr raus. Die können hüpfen, wie sie wollen. Die kommen hier nicht raus. Wir machen das jetzt die Höhe fertig. So, ich werde ja noch nichts mit Beton ausgießen. Das heißt, zur Not können wir das dann in der nächsten Folge nochmal eine Etage tiefer legen. Aber jetzt einfach mal, um das Ganze zu sehen hier. Da nochmal ein bisschen weitermachen hier. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Yep, hier nochmal weiter. So. Auch. Den noch. Döp, 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 döp. Hierhin, dahin, dorthin. Jetzt müsst ihr euch das Ganze noch halt mit Beton verkleidet ausdenken. Die springen dann hier hoch, fallen hier runter, sollen dann hier durch die Dart-Traps getroffen werden, ne, die dann hier in diese Richtung schießen. Da stehen dann noch in der Mitte hier Blade-Traps, die laufen. Auf Kopfhöhe natürlich, das heißt, da so müsste dann auch noch einer hin, wo die Blade Trap draufsteht und läuft. Hier unten müssten wir dann eigentlich doppelt machen können. Müssen wir mal ausprobieren, ob wir die unten wenigstens doppelt machen können, die Mauer. Oder ob die dann auch anfangen, auf dem Turm umzukloppen. Das weiß ich nicht. Müssen wir halt ausprobieren. In diesem Sinne würde ich sagen, ciao mit V, bis zur nächsten Folge, euer Ede.